So, das Buch heißt Frieden, der noch nicht erfüllte Auftrag von Klaus Naumann, einem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr und Vorsitzender des Militärausschusses der NATO. Und ich komme auch zu dem Thema 20 Jahre Mauerfall und habe mir aus diesem Buch herausgesucht, die Russen kommen, die Russen gehen. Die Russen kommen, das war das Wort, das die traumatisierte Furcht der Deutschen ausdrückte, gespeist durch Ereignisse in den letzten Monaten des Zweiten Weltkrieges, die sicherlich nicht zu den Ruhmestaten russischer oder sowjetischer Streitkräfte gehören. Man würde sie, gebe es nicht das Wort, wehe dem Besiegten, Kriegsverbrechen nennen. Wie man völlig zu Recht manches, was deutsche Soldaten in der früheren Sowjetunion angerichtet haben, verurteilt. Unrecht kann niemals durch vorausgegangenes Verbrechen gerechtfertigt werden. Das gilt auch für die Verbrechen, die an den Deutschen nach Kriegsende begangen wurden. Durch die sowjetische Brutalität entstandene Trauma haben die sowjetischen Besatzungstruppen in der früheren DDR nicht abgebaut. Sie blieben Fremde, trotz aller von oben angeordneter kollektiver Zwangsfreundschaft. Sie haben noch nicht einmal die Herzen der NVA, die keine Volks-, sondern eine Parteiarmee war, gewonnen. Viele in der NVA fühlten sich den Sowjets, den Freunden, überlegen und lächelten klammheimlich über den Koloss auf tönernen Füßen. Furcht vor den Russen bestimmte weite Phasen westdeutscher Politik in der Zeit des Kalten Krieges. Die auf plumpen, auf Gewalt setzenden Reaktionen sowjetischer Politik verstärkten den Eindruck einer gewaltbereiten Sowjetunion, weckten die Erinnerung an die Verbrechen an den Deutschen während der Vertreibung und den ersten Besatzungstagen. Kein Zweifel, der Wille, die Sowjetunion zu verwehren, dass sie jemals Deutschland als Ganzes unter ihre Knute bekommen könnte, war ein vielleicht der entscheidende Beweggrund, der viele Soldaten der ersten Jahre dazu brachte, in der Bundeswehr zu dienen. Ich nehme mich da nicht aus. Dennoch, der Wille, sich gegen sowjetischen Druck zu behaupten, führte niemals zum Hass auf die Menschen der Sowjetunion oder zu Revanchegelüsten. Wir sahen einen quantitativ weit überlegenen Gegner. Wir ließen uns blenden von beeindruckenden Materialzahlen und einer kontinuierlichen Modernisierung des Materials. Wir sahen mit gewisser Bewunderung und mit Sorge, wie relativ einfache, aber effektive technische Lösungen die numerische Überlegenheit der sowjetischen Streitkräfte und ihrer Vasallen zunehmend zu einer qualitativen werden ließen. Aber wir ließen uns von dem äußeren Eindruck, den die sowjetischen Streitkräfte boten, blenden und sahen nicht scharf genug die Schattenseiten dieses Imperiums. Wir erkannten nicht deutlich genug, dass die Menschen in den Streitkräften des Warschauer Paktes, eingezwängt in ein System, das Initiativen von unten nicht dulden konnte, denn das hätte ja ein gewisses Maß an individueller Freiheit bedeutet, die moderne Technik gar nicht nutzen zu können. Wir übertrugen unser Denken und unser Führungsprinzip auf das sowjetische System. Wir überschätzten daher die Leistungsfähigkeit der Streitkräfte des Warschauer Paktes. Wir übertrugen auch unser Denken hinsichtlich des Einsatzes von Atomwaffen auf die Sowjetunion. Das wäre möglicherweise ein tragischer Irrtum gewesen. Es gibt durchaus Grund zu der Vermutung, dass die Sowjetunion bereit gewesen wäre, taktische Atomwaffen von der ersten Minute an einzusetzen, zumindest bis weit hinein in die 80er Jahre. Vor allem aber erkannte man im Westen nicht deutlich genug, wie sehr die Sowjetunion sich und ihre Vasallen durch ihre Überrüstung zugrunde richtete. Die Sowjetunion hatte nur militärische Macht, konnte sie aber nicht anwenden, ohne ihre Vernichtung in einem zum Atomkrieg eskalierenden Konflikt zu riskieren. Diese Erkenntnis hat wohl mehr als andere Faktoren Gorbatschow zu einem Versuch getrieben, das sowjetische Modell von innen zu erneuern. Er wollte dazu sicher Reduzierung der Rüstungslast, aber keineswegs um den Preis der Aufgabe dominanter sowjetischer militärischer Macht. Die ungebremste, heimliche und vertragswidrige Fortsetzung der Produktion biologischer Waffen in seiner Amtszeit ist dafür der deutlichste Beleg. Mit Gorbatschow, dem sowjetischen Führer, der so ganz anders war, obwohl er Kommunist geblieben war, trat die Gefahr, die Russen kommen, in den Hintergrund. Ganz in der Ferne begann man die Chance zu sehen, die Russen könnten irgendwann vielleicht doch aus Deutschland abziehen. Als das Bonner Verteidigungsministerium auf Weisung des Bundeskanzlers 1987-88 begann, Kontakte mit der Sowjetunion zu institutionalisieren, war der Abzug noch keine Option. Es galt zunächst, Wege aus der Konfrontation zur Kooperation zu finden. Unter strengster Geheimhaltung hatten sich die Delegationen des sowjetischen Generalstabs und des Führungsstabes der Streitkräfte getroffen, um auszuloten, ob, wie und in welchem Umfang man trotz Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Bündnissen zusammenarbeiten könnte. Man war noch in den Anfängen, als festgelegt wurde, dass erstmals bei einem Kanzlerbesuch in Moskau der Verteidigungsminister mit einer kleinen Delegation Teil der deutschen Delegation sein sollte. Die Vorbereitung dieses Besuchs im Oktober 1988 fiel in den ersten Wochen meiner Amtszeit als Stabsabteilungsleiter Militärpolitik
und Operation im Führungsstab der Streitkräfte. Ein wahrer Sprung ins kalte Wasser. Wir bereiteten diesen Besuch vor wie kein jemals davor oder danach. Bis hin zum Durchspielen der denkbaren sowjetischen Argumente auf die vorbereiteten Einlassungen von Minister Scholz. Unser Ziel war, mit der sowjetischen Seite die Aufnahme bilateraler militärischer Beziehungen zu vereinbaren. Da wir klar sahen, dass dauerhafte Sicherheit in Europa nur mit, aber nicht gegen die Sowjetunion zu erreichen war. Es war ein eigenartiges Gefühl, in Moskau zu landen und durch Moskau zu fahren. Vielleicht auch, weil ich nicht damit gerechnet hatte, jemals in meinem Leben als freier Mensch sowjetischen Boden zu betreten. Man könnte Seiten füllen mit allem, allein mit den Eindrücken unserer nächtlichen Fahrt während einer Verhandlungspause mit der Moskauer U-Bahn zum Zielbahnhof der sibirischen Eisenbahn, wo Russen im Warten auf Fahrkarte und den Zug den ganzen Zyklus menschlichen Lebens von Geburt und Tod auf dem Bahnhofsgelände erleben konnten. Doch wichtiger als diese Eindrücke von der Weltmacht Nummer 2, die die Wahrheit in ein armes, geschundenes Land war, waren die Gespräche mit Minister Jasow. Es war zunächst ein Schlagabtausch entlang den altbekannten Ost-West-Argumentationslinien, in dem Jasow Minister Scholz nichts schenkte, aber seinerseits auch nicht schuldig blieb. Das Gespräch endete ohne Ergebnis und wir, Jörg Schulenboom und ich, bestärkten Minister Scholz nach Rückkehr ins Hotel Rossija in seiner Haltung, auf keinen Fall die sowjetische Seite zu bitten, dem vorgeschlagenen Dialog zuzustimmen. Wohl wissend, dass unser Gespräch voraussichtlich abgehört wurde, schlugen wir Scholz vor, am nächsten Tag in der Plenarsitzung mit Gorbatschow ganz nüchtern zu berichten, dass wir das Angebot des Dialogs gemacht hätten, aber die sowjetische Seite darauf nicht reagiert habe. Wir nahmen an, dass sich am nächsten Tag zu Recht zeigte, dass Dissens nicht auf der Agenda dieses Treffens stand und wir die sowjetische Zustimmung in der Plenarsitzung enthalten würden. Die Aufnahme eines Dialogs wurde vereinbart und so konnte ich schon bald im Frühjahr 1989 eine von Generalleutnant Starubarow geführte sowjetische Delegation auf der Harthöhe in Bonn begrüßen.